Immer brav alle Karren mit dem Handy scannen. Ja, damit ich die spawnen kann. Jetzt habe ich mein eigenes Fahrzeug kaputt gemacht. Falsche Taste gedrückt. Moment, wo willst du mich gerade hinschicken? Ne, ich bin... Ich laufe in die falsche Richtung. Los geht's. Ja. Los jetzt. Zu eurem Rabesgefährt. So, nach Norden, nach Westen. Ach komm, schnell rein. Nicht schnell rein, sondern ich lass mir vorbeten, wo ich lang reiten muss. Ich weiß gar nicht, ob die Machete so schlecht ist. Los! Sie ist für ihre Tätigkeit angemessen, aber so viele Kehlen, wie ich schon aufgeschlitzt habe, kann es halt schon mal vorkommen, dass die Machete stumpf wird. Oh, ich will dich nicht streicheln. Ha! Braves Mädchen, braves Mädchen. Hast du gerade ein Handy fallen lassen? Ändere die Farbe des Weges. Blau hebt sich schlecht ab. Finde ich jetzt gar nicht. Ja. Die Kiste ist in der Zwischendecke versteckt, oder? Ich glaube, das Tier war irgendwie, keine Ahnung, das war in diesem Jägerpack mit drin. Das habe ich irgendwie nach dem Release bekommen. Theoretisch ist das Schleichertier. Weil der kann lautlos Gegner ausschalten. Ich weiß nicht, ob es da noch mehrere von gibt. Blickt da leider bei den ganzen Ubisoft-Spielen, blicke ich bei diesen ganzen unterschiedlichen Verkaufsdinger nicht durch. Hey, hierher! Du hast was für mich? Scheiß auf diesen Krieg. Ich brauche die Kohle. Hier findest du die Vorräte. Gracias.
Keiner mag Verräter. Ich habe das Krokodil, den Holt, das Huhn und so einen lilanen Leguan oder Panther, was das ist. Ich denke mal, der Panther ist auch Stealth Killer. Weil ist das so eine Sonderform davon. Warum bin ich um 4 Uhr morgens eigentlich noch wach? Weil 6 Stunden auf der Couch geschlafen habe. Ich bin in Santo Domingo. Nette kleine Stadt, oder? Da habe ich vor langer Zeit mit meiner Ex-Frau und unserer Tochter gewohnt. Wo sind Sie jetzt? In Florida, einer Stadt namens Kissimmee. Nach der Scheidung sind Julia und Rosa auf einem Floß geflüchtet. Das Gefühl kenne ich. Jeder Jaraner kennt es. Aber wenn wir Castillo gestürzt haben, werde ich als erstes Rosa anrufen. Ich habe 2 Enkel, deren Stimmen ich noch nie gehört habe. Hey, El Tigre. Ich bin am Krabbenfelsen. Sehr künstlerisch. Der Künstler war Lorenzo. Und wir Guerilleros sind wie die Krabben. Harte Panzer, scharfe Scheren. Sie kämpfen sich aus dem Dschungel bis ans Meer, wo sie gebären. Wir kämpften vom Meer aus und gebaren die Revolution. Klar. Ich verstehe schon. Nimm den Pfad den Berg hinauf. Es ist ganz leicht. Ein Guerillero muss trittsicher sein wie eine Ziege. Ziege? Ich dachte, wir wären Krabben. Hallo? 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 Ach, scheiße. Dem solltest du nachgehen. Was kannst du mir sagen? Dani, das Militär hat einen Vorratsabwurf angekündigt. Hättest du Lust, das für uns zu erledigen? Nee. Danke. Was die Random-Missionen sind. Hallo, Ziege. Die Aussicht. Der Mauer von 7.60 Uhr ließ mir kalt den Rücken runter. Meine Großmutter meint, wenn du hinter dem Wasserfall weitergehst, erreichst du einen Pfad zum Geheimlager der Legende. Pass doch auf! Hinter einem Wasserfall. Klassiker. Nehmen wir mit. Meint, wenn du hinter dem Wasserfall weitergehst, erreichst du einen Pfad. War die Couch so gemütlich oder warst du einfach müde? Ich habe mich einfach hingelegt nach dem Essen und bin eingeschlafen. So einfach geht das. Damit habe ich meine üblichen 6 Stunden Schlaf gehabt. Sieht aus wie der Wasserfall von der Tigres Foto. Muss ich auch. Ja, und weil die Leute vorne einfach zu viel quatschen, können wir einfach dahinter laufen. Oder auch nicht. Vielleicht meinen sie einen anderen Wasserfall. Es wurde nach einer blutigen Schlacht gemacht. 3 Tage Verstecken zahlten sich aus, als eine Fallschirmjägereinheit direkt in unserer Todeszone landete. Planung und Geduld sind die besten Freunde eines Guerilleros. Ja, neben einem Handgranaten. Der Wasserfall war rot an diesem Tag. Du weißt schon, vom Blut der Soldados, die wir getötet haben. Das waren viele. Ja, verstehe schon. Warum gibt es hier so viele Ziegen? Es wird leicht, hat er gesagt. Sei wie eine Ziege, hat er gesagt. Bieger. Von hier oben scheint alles so friedlich. Ziegen, diese verdammten Angeber. Ich muss auf. Vorauslieferung mache ich auch nicht so gerne. Erstmal alles andere und dann zum Schluss, was drankommt. Wobei ich sagen muss, diese Vorauslieferung. Moment, von wo komme ich?
Das sind ja generierte Missionen, die kommen ja immer wieder. Bebel Tigre, nach dem Krieg wurde dieser Pfad zu einem beliebten Wanderweg für schwitzende Touris. Sie besuchten unser Lager und ließen ihren Müll überall liegen. Sie haben Fotos gemacht, als wären wir Tiere im Zoo. Vielleicht haben wir aus Versehen ein paar Dynamitstangen gezündet und zufällig den Weg blockiert. Dann muss ich ihn aus Versehen. Ganz genau. Gefällt mir. Tja, wenn Menschen da unten waren, Pech gehabt. Die Rebellion hat halt ihre Opfer. Ich wollte schon sagen, ist doch zu weit zum Springen. Sowas verstehe ich übrigens nicht. So viele Entwickler arbeiten hier dran, ne? Die haben noch nie was von Mirror's Edge gehört oder sowas, was einfach den Parcourslauf für Spiele revolutioniert hat. Früher. Diese Ziege ist tot. Also sei nicht wie eine Ziege ab hier. Vielleicht verschwinden. Hier findet dann keiner. Außer man folgt den ganzen blauen Brettern. Wie kann die Luft gleichzeitig dick und dünn sein? Achtung da unten. Vor allem, wie sind die raufgekommen, wenn hier überall Steine hängen? Oder füllen die gleich wieder auf? Okay, ich bin beim nächsten Bild. Lass mich raten, Guerilleros sind wie Haie. Tödliche Jäger mit Messern, scharf wie Zähne. Eigentlich sieht der Fels einfach nur aus wie ein Hai. Und wer baumelt unten rum? Das ist Lucky Mama. Wir wussten ja nie, wann die Soldados unser Lager finden würden. Also mussten wir schnelle Wege nach oben und noch schnellere nach unten sichern. Lucky meldet sich immer freiwillig, die neuen Wege zu testen. Das ist ganz schön mutig. So wie du. Clara hat mir von dir erzählt. Ich bin auch ohne Mama und Papa aufgewachsen. Und bist doch zu Vielleicht kommt ja gleich die Situation. Hä, warum bist du hochgeklettert? Nimm einfach den Fahrstuhl. Reisen, Baby Tigre. Es sind nicht unsere Eltern, die bestimmen, wer wir sind, sondern unsere Taten. Wie eine Therapie. Und ja, ich habe schon gehört, dass die Spezialpistolen immer OP sind. Also generell sind alle Special-Waffen besser als die Standardwaffen, die du findest. Was halt dieses ganze Crafting für die normalen Waffen total obsolet macht. Weil man es eigentlich nicht braucht. El Tigre, ich bin an der Statue. Lobo war stets der Erste, der seine Faust zum Protest gegen die Ungerechtigkeit hob und erlebte das Ende der Revolution nicht. Er fiel vor dem letzten Angriff auf Esperanza. Revolutionär, Krieger und guter Freund. Er fiel in der Schlacht, als wir 67 Esperanza stürmten. Gestern war der Jahrestag seines Todes. Das erklärt dein Kater. Jedes Jahr trinke ich 2 Flaschen Rum. Eine für mich und eine für Lobo. Er hat nie ein freies Jahr da gesehen. Ehrlich gesagt, ich auch noch nicht. Das ist das letzte Bild. Glückwunsch! Du bist auf dem Dach der Welt. Jetzt komm hier runter, du verpasst den ganzen Spaß, Baby Tigre. Oh, ich weiß wieder, warum ich den Begleiter weggelegt habe.
Es war ein Traum. Was ist mit dem Blut? Mit den Puppenköpfen? Und deiner Schwester? Träume bedeuten einen Schatz. Wer hat den Clown bestellt? Hola. Verdammt. Ich wollte noch zum Ausrufezeichen. El Tigre! Hola, Danny! Was zum alles? Du sitzt fest. Der Tod starrt dir ins Gesicht. Was wirst du tun? Mir wurde schon so oft in die Eier getreten. Die spüre ich seit 72 nicht mehr. Mach das nie wieder. Was? Mikasa ist so casa, Baby Tigre. Komm, du triffst die Familie. Lucky, meine Nase ist wieder gebrochen. Ich bin nicht deine verdammte Mutter. Da draußen gibt es Leute, die wirklich verwundet sind. Ich leide. Vorsicht, Mama. Herpes zählt aber nicht. Das ist Lorenzo Canseco, Poet der Legenden. Ah, ich erahne heißes Kämpferblut. Und natürlich kennst du Lucky Mama, das Herz der Legenden. Die ist nicht gebrochen. Ehrlich, aber sie hat doch geknackt. Merda! Noch ein Patient? Sieht nach La Moral für mich aus. Ich bin Dani Rojas von Libertad. Die neue Faust der Revolution. No, Clara schickt mich. Libertad braucht die Legenden an seiner Seite. Ein paar echte Helden. Noch ein Castillo bekämpfen? Er ist genau das, was Yara verdient. Buena suerte. Nein, eine Revolution war genug. Da hat sich Clara wohl getäuscht. Nicht aufgeben. Sie müssen dich nur etwas kennenlernen. Besuch mich, wenn du dich eingelebt hast. Mein Baby Tigre. Ich hätte deine Hautfarbe gern. So ein gesunder Teint. Ah, Baby Tigre. Perfektes Timing. Glaubst du, warum wir hier sind? Ja, davon schaffe ich auch. So, 4, 5. Nur El Tigre unterstützt Libertad. Du musst alles in deiner Macht Stehende tun, um sie zu überzeugen. Die Leute brauchen ihre Helden. Hoffentlich wollen sie noch Helden sein. Nicht gerade ein Durchschnittshaustier. Ich bin den Vorarbeiter von der Bauleitung, um Einrichtung im Guerilla-Lager zu bauen. Vor allem kann ich hier nochmal zwei andere bauen. Fick dich. Ich komm her. Keine Umarmungen mehr, versprochen. Wenn wir wollen, dass diese griesgrämigen alten Guerilleros Libertad helfen, müssen Lucky und Lorenzo mitmachen. Hier ist der Plan. Seit Anton wie besessen von Krebsmedikamenten und der Viviro-Herstellung ist, gibt es kaum medizinische Vorräte für Luckys Klinik. Also habe ich einen Piloten bestochen, um ein paar einzufliegen. Wenn die Vorräte ankommen, sagen wir Lucky, die sind ein Geschenk von Libertad und bumm, sind alle Freunde. Perfekt, oder? Also es wäre perfekt, wenn nicht irgendein Hijo de Puta meinen Hubschrauber abgeschossen hätte. Geh die Vorräte holen, bevor es jemand anderes tut, Baby Tigre. Vergiss nie die drei Guerilla-Prinzipien. Sei immer in Bewegung. Die Nase gebrochen hat. Sie waren gebrochen. Und töte deine Feinde immer bevor sie. Du siehst nervös aus. Vielleicht sollte ich ein Spiel spielen. Wir helfen dich zu entspannen. Domino spielen. Schön, ein neues Gesicht am Tisch zu haben. Keine Sorge, du hast den Dreh sicher ganz schnell raus. Domino ist ein rundenbasiertes Spiel, in dem die Mitspieler ihre eigene Domino-Kette verlängern müssen, indem sie passende Punkte aneinander bringen. Hat jemand keine Steine mehr, die zu den verfügbaren Punkten passen, muss er oder sie eine Runde aussetzen. Das Spiel endet, wenn keine weiteren Steine mehr auf das Brett gelegt werden können. Die Person mit dem niedrigsten Wert auf der Hand gewinnt. Ohne Scheiß, also Domino-Stein hat man nie dafür verwendet. Ich versuche dich nicht allzu blöd dastehen zu lassen, ja? Hoffentlich verlierst du gern. Fangen wir an. Oh ja.
Dabei ist das eigentlich nur Glück. Te gustó? Kriegst du Schiss? Keiner kriegt hier Schiss. Los. Ich hab nichts. Das wird schwer für dich. Ich muss passen. Ich passe. Ich kann nicht. Ich muss passen. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Alle haben gepasst. Nächstes Mal gewinne ich. Nicht gerade meine beste Leistung. Nicht schlecht. Oh, sah gar nicht so schlecht aus für mich. Die Dominos hab... Endlich etwas Spaß. Braucht jemand Ausrüstung? Ich brauche nämlich Silvester. Was ist denn los? Du hast heute nicht gefrühstückt. Du frühstückst sonst immer. Mein Vater ist im Krankenhaus. Der Krebs ist zurück. Er hat Metastasen gebildet. Endlich ein junger Mensch, der... Kantine, Kaserne. Mir helfen. Was er durchgemacht hat. Um weitere Bandidos-Rekruten zu bekommen. Da haben sich gut um ihn gekümmert. Wie alle Gebäude keine richtigen Dächer haben. Gehört die Katze dir? Mich erholt er sich. Gracias. Unser Land passiert. Ich dachte eigentlich, ich könnte Bandidos da anwerben und ich würde nicht Ausrüstung nur kaufen können. Ist, oder? Wie ein verdammtes Fünf-Sterne-Hotel. Und der Beute zusätzliche Munition aller Arten. Dein Widerstand gegen Explosionen wird erhöht. Für eine Stunde. Buffs. Ja, warum nicht? Sergio, es tut mir leid, ich kann nicht mehr mit den Legenden auf dem Berg bleiben. Ich bin meiner Familie verpflichtet, also gehe ich, wenn sie geht. Ich habe alle Vorräte für La Moral zusammengesucht. Um sie zu finden, musst du Danielo füttern und ihm dahin folgen, wo er hinfliegt. Ich sage ja schon, dieser Pelikan wird sich noch bezahlt machen. Pass auf dich auf, Danielo. Und viel Glück. Ich hoffe, du hast es geschafft, Yadira. Mal sehen, wo Danielo mich hinführt. Hast du eine große Klappe? Ja.
Hätte ich Eier, wäre Wingsuit bestimmt super geil. Baby Tigre, wie läuft es mit den Medikamenten? Ich arbeite dran. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Morgen ist schon bald gestern und dann ist es zu spät. Ich glaube, du solltest nicht mehr aufschlafen, mein Großer. Vergiss nicht, Sigfrido nach dem Pelikan zu fragen, der über den Berg fliegt. Es könnte bedeuten, dass diese Dame nicht mehr da ist. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Du hast Hunger, was? Si, si. Wer ist der beste Guerriero? Ja, du. Arbeite dran. Och, erzähl doch nicht. Tut mir leid, Blizzard, ich kann diese Punkteanfrage nicht erfüllen. Sind wir jetzt schon am richtigen Ort? Nee, wir müssen noch weiter. Lieber Luis, hast du sie nicht mehr alle? Natürlich habe ich die Patrouille der Soldados bemerkt. Und nein, ich werde nicht mit dir zusammen Ausschau halten. Ich dachte, das ging um den Schatz mit dem Text wieder. Oh, das ist typisch Ubisoft-Scheiße. Sorry. Der hängt jetzt einfach fest dahin und kommt nicht zu der Position, wo er sich hinstellen sollte. Ah, jetzt. Oh. Ich dachte schon, ich bin jetzt wie bei Assassin's Creed mit der Quest, wo ich die Person mit der Leiche mit Leichen anschieben musste. Guten Morgen, Goldi. Thanks für die Schatzsuche mich ganz gut über die Karte. Du bist schuld, Vogel. Du hast sie auf dem Gewissen. Lass mich raten, der nächste Abschnitt geht übers Wasser. Nom, 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 nom.
Entschuldigung. Oh, der Pelikan rastet einfach aus, ey. Dankeschön. Ja gut, der Katamaran ist in die Luft geflogen. Ich dachte wirklich, der Treibstofftank wäre weit genug von meiner verbesserten Verteilungsanlage entfernt gewesen. Boote gibt es mehr als genug. Nur schade, dass man dasselbe nicht von Fingern sagen kann. Hast du mir gerade einen Schlüssel in die Tasche gesteckt oder freue ich mich, dich zu sehen? Okay, dann. Oh mein Gott. Du redest mit einem Vogel. Danke. Toll, alles für ein Stufe 2 Gewehr. Danke für nichts. Hier muss ich gut aufpassen. Ja, und den Talisman. Super. Kuckuck. Und vorher sind wir noch gedacht, verdammt, ich bin hier am Arsch der Welt positioniert worden. Was soll hier schon passieren? Und dann war Montag. Wurde ein richtig beschissener Tag für ihn. Heute ist aber Mittwoch. In meiner fiktionalen Welt ist nicht Mittwoch. El Tigre, ich bin in einem kleinen Fischerdorf im Süden von El Este. Weißt du was darüber? Ja, Rabi. Damals, 1967, haben die Bewohner des Dorfes die Guerilleros versorgt, die sich in den Bergen versteckt haben. Jetzt ist es ausgestorben. Daran ist Admiral Benitez schuld. Sie schießt Löcher in Fischerboote. Wenn du mich fragst, hatten die den besten Fisch der Insel. Hast du schon Jetskis gescannt? Natürlich nicht. Mach mal die nächste Schatzgeschichte. Wenn ihr das lest, Libertat, sind wir weg. Wir wussten, dass was kommt. Wir haben vorbereitet, was wir konnten und euch ein Depot mit Vorräten hinterlassen, damit ihr uns rächen könnt. Das Geheimnis hinter den Scheitern ist simpel. Es ist bei unseren Booten versteckt. Wir haben sie nach den Legenden benannt, sodass sie leicht zu finden sind. Denn unsere Boote haben uns unser Leben lang sicher vom Meer heimgebracht. Und jetzt bringen sie euch Hilfe und Hoffnung. Viva Liberat, viva Yara. Anscheinend sind die Leute hier Libertad wohl. Na, wenn das mal kein Geheimvorrat ist. Diese Türschalter werden mich sicher reinlassen. Ah.
Ich das in der richtigen Reihenfolge machen oder einfach nur die richtigen. Richtige Reihenfolge, aber nach was gezählt? Puma gegen Hai. Was mich wundert, das Suchgebiet ist das ganze Dorf. Stürze diesen Tyrannen! Verrat mir das Rätsel der Hütte. Als Gegenleistung stürze ich den Tyrannen. Ah. Clarita. Hm. Das ist sicher für dich, Clara. Thank you.
Wunderschöne Katze. Ich bin in der Nacht gegangen, damit wir nicht persönlich Abschied nehmen müssen. Ich kann nicht mehr hierbleiben und zusehen, wie unsere Familie nach und nach hingerichtet wird, wegen nichts und wieder nichts. Jetzt habt ihr ein Maul weniger zu stopfen. Hola. Hallo. Oh, dämliches Spiel manchmal. Nee, eine 4. Boah, ich will einen Stift. Clarita ist das vierte. Der Tigre. Ist die 1. Wenn ich 3 habe, kann ich einfach ausprobieren. Lucky, hm? Hier kennt jemand die strategischen Genies. So, dann kann ich nämlich 2 einfach tauschen. Beim Ausprobieren. So, einmal resetten. Angefangen wird mit El Tigre. Nehmen wir Roya als zweiten, als dritten El Lucky. Als vierter Clarita. Puff, wo ist eigentlich deine Brille? Ach, wer weiß das schon. Vielleicht wurde ich so stark gehänselt dafür, dass ich das einfach jetzt leihen lasse mit der Brille. Ist das Richtige direkt. Sollte jetzt offen sein. Keine schlechte Ausbeute. Es ist immer gut, wenn das Volk auf unserer Seite ist. Wird im Internet immer gemobbt. Das Internet ist voll mit Menschen, die dich tot sehen wollen. Das ist Alltag.